Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22 zu einer weiteren Folge Farmers Life. Hier geht es heute weiter. Die letzten beiden Folgen waren wir ja ein bisschen alleine unterwegs. Heute sind wir wieder mit, ja, Max ist da, also der Polizist, Bauhof, Ramsey und Capo sind da. Sven wird beim nächsten Mal, denke ich mal, wieder da sein. Da ist es halt arbeitstechnisch ein bisschen. Ja, Schichtsystem kennt ja jeder, ne? Und Heino ist auch noch unterwegs. Und nächste Woche ist auch Michael aus dem Urlaub wieder da. Dann werden wir probieren, dass er auch endlich mitmachen kann wieder. So. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt hier oben beim Händler, hinter dem Händler beim Flügenbei. Das munken wir mal fix fertig. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn es euch gefällt, das Liken nicht vergessen. Und schaut natürlich bei den beiden anderen vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. Wir haben ja eine letzte Folge. Achso, dann könnten wir den ja mal gleich einmal ganz kurz anrufen, den Knitterjochen. Ich miteinander Gucken, ob der Knitterjochen rangeht. oder so ein Scheiß. Ja, hallo? Jo, moin, Morgenstern da. Du, dein Feld habe ich über Nacht zu Ende abgeerntet, ne? Ach, ist er schon? Alles im Anhänger drin, aber viel kam nicht zusammen. Ich glaube, irgendwie 4.000, 5.000 Liter war auf Alter, das jeden ist, Fall nicht ich habe viel. gerade dran gedacht, muss man gucken, ob der mit dem Feld schon angefangen hat. Das muss ein Anruf. Alles klar, wunderbar. Überweist mal einfach irgendwas, was du denkst, das passt, und dann sieht es gut aus, ne? Weil das war ja nun wirklich nicht viel. Moment, das machen wir dann direkt. Bleib direkt dran, da siehst du, was wir machen. Morgen, wo habe ich dich denn? Ich habe dich leider nicht in meiner Liste, ich kann dir nichts bezahlen. Doch, ich hab dich. So, ist das okay? Ja, das passt. Wunderbar, vielen Dank. Jo, Alles denn klar, hau rein. danke. Jo, bis zum nächsten Mal. Da ja, Knitterhannes. Ach, wie gesagt, das war jetzt nur 5.000 Liter. Für den werden wir nicht mehr ernten. So bin ich den und stiche gleich los und habe meine Ruhe vor denen. Ja, wir waren ja, das waren wir bei 5 Minuten nach dem Quetter runter, das ging ja fix. Und wie gesagt, wir haben 5.000 oder sowas noch zusammengekriegt. Ja, das war Pillepalle. Ich muss mich mal hinsetzen und mal ein paar Preise machen. Angebrochene Stunde, was das alles kostet und sowas. Muss man da mal mit einem bekannten Lohnunternehmen mal zusammensetzen, da mal ein paar Preise machen. Mir mal ein paar Preise einholen. Und dann wird in Zukunft knallhart abgerechnet. Bloß ich wollte jetzt diesen Knitterhannes schnell loswerden. So. Das Gute ist, das gibt gutes Geld. Dass wir dann nächste Woche der Händler da ist, da gleich versuchen, alles abzuzahlen. Wie gesagt, ich werde gucken, dass wir zwischendurch noch Brennholz wegfahren. Dass wir da ein bisschen Geld verdienen. Können wir mal aufs Tablet gucken, ob da noch ein bisschen Neues reingekommen ist. Beim Präsentation, das können wir noch nicht machen. Wie kann ich hier gerade nicht ernten? Erntemissionen sind reichlich drin. Da könnten wir noch mal zuschlagen. Also bei dem beiden mal gucken.
Aber jetzt machen wir das hier fertig. Gucken, hier kriegen wir Feld 23 und 45. Lass mal gucken, welche Felder das sind. 45 ist, da ist die 44. 45, gut, ist ein bisschen größer und das andere war 23, ne? Die 23, wo ist die denn? Ist irgendwo beim Sven, ne, wo sein, ne? Das 26, 27. Das sind die 23 auf der Karte. Das ist 16, 17, 18. Ich finde die 23 gerade gar nicht. Da ist die 24, da ist die 23. Naja. Wurde gerade einmal so ein bisschen die Größen vergleichen. Die sind aber beide ganz das Ende größer. Wie haben sie denn ein kleines Feld? Egal, wir haben die Knitterhannes abgearbeitet. Dass er nochmal Knitterhannes ist, das wissen wir. Oh, schön, fällt hier. Ich weiß nicht, wenn so ein großes Feld zusammen einfach für rotten lassen kann, ne?
Darüber muss ich mir jetzt einen guten Preis für die Bretter raussuchen, wenn ich die an den an der Schreinerei verkaufe. Weil die gehört nämlich jetzt hier Knitterhanne. Die noch ein Stinkstiefel. Der kann ruhig ein bisschen latzen für die, wenn er Bretter braucht. Bretter und Stammware braucht er ja auch. Und das Gute ist, er darf ja nicht einfach so Bäume fällen, dann muss er ja zu uns kommen. Ja, ich habe auch noch, wie gesagt, schon die Idee für noch eine Produktion, die wir uns definitiv demnächst anschauen. Da müssen wir vorher mit dem Bürgermeister quatschen. Aber rein theoretisch dürfte da ja keine Interesse dran heucheln, beziehungsweise dürfte die keiner bekommen, weil keiner dafür die Produkte produziert. Die produziert Gott sei Dank nur ich. Gucken, was sagen unsere Tiere. Die könnten wir auch noch mal machen. Naja, schon die ersten Liter Milch gekriegt. Könnten noch ein bisschen Heu und Gras ertragen. Die Schafe noch ein bisschen Gras. Wie gesagt, müssen wir immer im Auge behalten. Die Schweine sind auch gut. Hühner sieht auch gut aus. Die Pferde sehen auch gut aus. Fitness bei 8%. Da bin ich mal gespannt, was die bei uns bringen. Wenn die wirklich gutes Geld einbringen mit der Schweine, werden wir da auf jeden Schweine. Mit der Pferde werden wir da auf jeden Fall weiter investieren drin. Da können wir uns schon mal drauf einstellen, demnächst ist hier so ein kleines Dorffest angebracht. Bin schon mal gespannt, was da so abgeht. Vielleicht müsst du nochmal den Polizisten auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage mal kontaktieren. Möchte jetzt mal wissen, wie es weitergeht. Mein Hofladen ist immer noch geschlossen. Ich will immer noch wissen, wer es war, wer mich da angeschissen hat. Vor allem möchte ich auch wissen, dass da, oder dass so weiter ermittelt wird, um da rauskommt. Warum, weshalb das da überhaupt steht. Und ich habe auch noch zwei andere Sachen, die ich beim mit dem Polizisten klären muss. Das muss definitiv noch passieren. Aber wir haben ja schon eine Mail bekommen, dass der Polizist halt die nächsten Tage nämlich nachher nicht da ist. Zwecks Urlaub und Weiterbildung. Dass da alles über die Gemeinde läuft und die so ein bisschen ein Auge hat.
Ein bisschen mehr, wie auch immer, beschäftigt sein, aber es gibt auch noch was zu tun. Und die Mission bringt uns auch ein gutes Geld ein, ne? Was kriegen wir hierfür? Fast 70.000 Euro, das lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir noch der 150, die wir noch, 150 waren das glaube ich noch beim Händler, ne? Die wir noch bezahlen müssen, recht schnell nahe. Die Hälfte haben wir schon. Aber gut, meine Freunde, damit sind wir am Ende von der Folge angekommen. Wenn wir jetzt aktuell in die Folgen, ob das nur bei Capro, beim Rhein oder bei mir ist, vielleicht ein bisschen weniger RP drin haben, es ist jetzt gerade Sommer, es sind Ferien, Urlaub, sind wir halt auch mal nur zu dritt oder zu viert auf der Karte. Kann vielleicht auch mal sein, dass jetzt die nächsten Tage vielleicht auch nur zwei Folgen die Woche kommen, müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen, wenn aufnehmen, wie wir mit allem Mann da sind. Davon machen wir das ein bisschen abhängig. Also seid uns da nicht böse, wenn da mal nur zwei Folgen die Woche kommen. Das ist halt Sommer, Urlaub, Familie, das geht nun mal alles überall vor, ne? Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch freuen. An die neuen, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und immer wieder noch. Wer Lust auf RP hat, darf sich natürlich gerne bei uns melden. Würden wir uns sehr darüber freuen. Boah, wir haben ja nun wieder ein bisschen aussortiert, weil ja nicht zuverlässig und sowas. Deswegen, wer Bock hat, darf sich natürlich gerne bei uns melden. Damit bin ich raus, wünsche euch einen schönen Tag. Ach ja, und vergesst nicht bei den beiden anderen vorbeizuschauen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Damit bin ich raus und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.